Hallo, liebe Rasenfreaks! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Rasenfreak Andreas Kraus. Vielen lieben Dank nochmal für eure wahnsinnig tollen Kommentare unter diesem Video hier. Ich habe ja so ein bisschen gehadert mit meinem Schicksal und ihr habt so viele nette, tolle, mutmachende, motivierende Kommentare geschrieben und dafür danke ich euch ganz herzlich. Das war außergewöhnlich, das hätte ich nicht erwartet. Das hat mich wirklich unwahrscheinlich gefreut. Ihr seid die Besten. Das fand ich echt toll. Und ja, natürlich machen wir weiter. Wir müssen ein bisschen den Stress reduzieren. Ich muss auch an meinem Mindset, heißt das ja ganz modern, an meinem Kopf arbeiten, dass ich mich eben weniger auf die negativen Dinge fokussiere, sondern viel, viel mehr über die positiven Dinge freue. Ja, der Mensch ist leider so gestrickt, dass er mal eher das Negative sieht. Da muss man dran arbeiten, da muss ich dran arbeiten. Und ja, und da hat natürlich so eine tolle Community, da haben diese tollen Kommentare von euch echt super geholfen. So, was machen wir heute in diesem Video? Heute möchte ich euch ganz kurz und knapp mal meine 12 Fehler erzählen, die ich gemacht habe. Nicht jetzt diesen Herbst, sondern grundsätzlich gemacht habe zum Thema Nachsehen. Nachsehen, also die Rasenfläche nachsehen. Was kann man da falsch machen? Das seht ihr heute in diesem Video. Ganz kurz und knackig. Wir sind sehr im Stress, weil wir gerade die Handwerker da haben, die Garten- und Landschaftsbauer da haben, weil unsere Osteinfahrt, also unsere Osterweiterung gerade im vollen Gange ist. Vielleicht zeige ich noch ein paar Fotos. Und deswegen machen wir jetzt nicht so ganz ausführliche Videos. Aber ja, was kann man falsch machen zum Thema Nachsaat, seht ihr gleich. Entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Nachsehen im Herbst. 12 Fehler, die ich alle schon gemacht habe. Was kann man falsch machen? Der erste Fehler ist, zu spät anzufangen. Oder nicht zum richtigen Zeitpunkt anzufangen. Der Boden muss unbedingt noch 10 Grad Bodentemperatur haben. Das hängt natürlich sehr von den lokalen Wetterbedingungen ab. Es kann auch sein, dass Oktober noch völlig ausreichend ist für eure Gegend. Es hängt eben sehr stark vom Wetter ab, von der Temperatur des Bodens. Der Boden muss, nachdem ihr nachgesät habt, mindestens 3 Wochen lang noch halbwegs warm sein, mindestens 10 Grad haben. Das kann man sehr einfach mit so einem Backthermometer messen, habe ich auch schon mal gezeigt. Ja, 3 Wochen 10 Grad, sonst läuft die Saat nicht mehr richtig auf. Und dann ist es im Herbst natürlich so, wie jetzt auch hier, dass es sehr viel regnet. Das ist optimal für die Nachsaat. Die Nachsaat muss feucht gehalten werden. Und das geht tatsächlich nur noch im Herbst. Im Sommer wäre es eine Katastrophe gewesen. Der zweite Fehler ist, die Fläche nicht richtig vorzubereiten. Am besten das Gras kurz mähen. Dafür sorgen, dass es eben möglichst kurz ist, damit es dann nicht mehr, möglichst lange nicht mehr gemäht werden muss, ist meine Empfehlung. Drittens müsst ihr natürlich dann irgendwie Schlitze in den Boden bringen, idealerweise vertikutieren. Ich habe jetzt hier über Kreuz vertikutiert, nicht zu tief, das ist halt der dritte Fehler. Wenn ihr zu tief vertikutiert, dann macht ihr schon das Wurzelwerk der bestehenden Gräser kaputt. So als Anhaltswert 5 mm. Die Saat sollte schon in Schlitze in den Boden hineinfallen. Und da sind so 5 mm Schlitze eigentlich optimal. Die Saat braucht Bodenkontakt. Sie sollte auch am Ende ein bisschen bedeckt sein. Kommen wir gleich noch zu. Und dann der nächste große Fehler. Dieses ganze rausgezogene Zeug aus der Fläche nicht aufzusammeln. Und da ist es besser, mit einem saugenden Sichelmäher diesen ganzen Filz abzusaugen und dann vielleicht auch das ein oder andere Poa-Anua-Früchtchen noch mit rauszuholen. Also möglichst die Fläche mit einem saugenden Mäher dann sauber zu machen und dann nachzusehen. Und bei der Nachsaat ist der größte Fehler, nicht die richtige Saatmischung zu nehmen. Ihr habt ja einen Bestandsrasen und wenn ihr ihn nicht verändern wollt, dann solltet ihr möglichst die gleiche Saat nehmen, die auf der Fläche bereits vorhanden ist. Wenn ihr natürlich eure Gräserarten verändern wollt,
Dann könnt ihr natürlich eine andere Saat nehmen, aber ihr müsst immer gucken. Ne, die Gräser haben unterschiedliche Blattbreiten, also ne, der Halm hat eine gewisse Breite. Die Halme, die Gräser haben eine gewisse Farbe, eine gewisse Grünfärbung. Und wenn man da mit einer anderen Saat reingeht, dann kann das tatsächlich scheckig aussehen, dann kann es auch nicht schön aussehen. Also genau überlegen, welches ist die richtige Saat für eure Rasenfläche. Gelber Rasenfuchs im Hintergrund, seht ihr unsere Baustelle, der Hammer. Hinten wird die Fläche erweitert, dann wird hier die Rasenfläche etwas gleichmäßiger nach hinten durchgezogen, das war ja der Plan. Ja, wir sind hier gerade voll dabei. Wir haben hier 29. September, Donnerstag. Und es ist Action beim Rasenfreak! So, jetzt der nächste Fehler ist natürlich, die Saat nicht gleichmäßig zu verteilen und vor allem nicht die richtige Saatmenge zu nehmen. Da gibt es ganz klare Vorschriften oder Empfehlungen von den Saatgutherstellern. In der Regel sind das so 25 Gramm pro Quadratmeter für die Nachsaat. Und das ist eine ganze Menge. Und da sollte man sich wirklich überlegen, wie kriegt man das raus? Wie streut man die richtige Saatmenge auf die Rasenfläche? Ich habe so ein Quadratmeter, ein Stück Folie, ein Quadratmeter groß, mir ausgeschnitten. Das tacke ich immer mit Nägeln auf den Boden. Und dann fahre ich mit meinem Streuwagen rüber und schaue, was auf diese Fläche gefallen ist. Und das kann man dann ziemlich leicht wiegen. Und erstaunlicherweise habe ich jetzt festgestellt, mit meinem Kastenstreuer, so einen kleinen Wolf-Kastenstreuer, den ich habe, und mit meinem großen Streuwagen kriege ich überhaupt nicht die Menge an Saatgut auf die Fläche gestreut, die ich eigentlich brauche. Also habe ich am Ende von Hand gestreut. Genau. Ja, dann natürlich möglichst gleichmäßig die Saat zu verteilen. Am besten zweimal rüberfahren über die ganze Fläche. Und dann natürlich nur die Hälfte streuen, also 12,5 zum Beispiel Gramm pro Quadratmeter für einmal und beim zweiten Mal nochmal die gleiche Menge. Der nächste Fehler ist, die Saat nicht vernünftig festzudrücken. Die Saat braucht Bodenkontakt. Und wenn sie natürlich auch noch idealerweise in die Schlitze des Vertikutierers reingefallen ist, dann sie anzudrücken, dass sich die Schlitze dann auch ein bisschen schließen und die Saat richtig eingeschlossen wird. Die muss nicht oben aufliegen, die solltest du gar nicht oben aufliegen. Das ist kein Lichtkeimer. Die Saat braucht vor allen Dingen Feuchtigkeit und Bodenkontakt, damit sie schnell aufläuft. Und ich streue jetzt, das habe ich noch nicht getan, ich streue jetzt noch eine dünne Schicht Sand auf meine Fläche. Da kann man natürlich auch Rasenerde nehmen oder vielleicht sogar Mutterboden. Mutterboden ist immer das Problem, dass da natürlich auch irgendwelche Samenkörner drin sind von Unkräutern, von anderen Gräsern. Deswegen nehme ich gerne Sand, 0,2er Sand, gewaschenen Sand, Maurersand kann man tatsächlich sogar nehmen. Den streue ich jetzt hier gleich drauf. Das fehlt nämlich noch als letzter Act hier bei uns. Und dann ist die Saat abgedeckt, dann finden die Vögelchen auch nicht die Saat und sie hat guten Kontakt zum Boden. Und der nächste Fehler ist dann, nicht ausreichend lange genug zu wässern. Es gibt natürlich in diesen Rasenmischungen unterschiedliche Gräserarten und die brauchen unterschiedlich lange, bis sie auflaufen. Die Lolium perenne, die läuft sehr schnell auf, innerhalb von einer Woche, wenn die Bedingungen stimmen. Eine Festuca braucht so ungefähr 2 Wochen. Eine Poa pratensis braucht 3 Wochen zum Keimen. Das heißt, man muss 3 Wochen die Fläche feucht halten. Und wenn man das nicht tut, dann entweder kommt die Poa pratensis nicht mehr oder die anderen Gräser kommen nicht. Also tatsächlich 3 Wochen muss die Fläche kontinuierlich feucht gehalten werden. Und da ist es natürlich fantastisch, wenn es im Herbst viel Tau, viel Feuchtigkeit, viel Regen gibt. So, dann fängt die Saat an zu keimen. Und dann ist die große Frage, kann man weiter mähen oder muss man das Mähen einstellen? Also ich sag mal, in der ersten Woche kann man vielleicht noch mal einmal mähen, wenn man dadurch natürlich die Saat nicht wieder hochzieht. Also man sollte mindestens 3-4 Wochen warten und dann wieder anfangen mit Mähen. Wie hoch sollte das Gras rausgewachsen sein? Also mein letzter Fehler ist, nicht zu lange warten. Das Gras muss nicht 8, 9, 10, 11, 12 Zentimeter lang sein. Das reicht, wenn es so 2-4 Zentimeter rausgewachsen ist. Dann kann man schon wieder, gerade bei einer Nachsaat, anfangen zu mähen. Weil das andere Gras wächst ja auch. Und wenn das alles zu lang wird, zu hoch wird, dann ist es wieder sehr schwierig, die richtige Schnitthöhe einzustellen. Und der letzte Fehler, ja, nicht weiter kontinuierlich zu mähen, zu wässern und natürlich auch gegebenenfalls nochmal zu düngen. Jetzt im Herbst
wenn man zum Start der Nachsaat-Aktion gleich einen Starterdünger oder überhaupt einen Dünger verwendet hat, dann muss man jetzt im Herbst nicht nochmal nachsehen. Vielleicht im November, Dezember nochmal eine reine Kaliumdüngung für die Winterhärte der Gräser. Ja, und dann ist gut. Ja, wir haben das jetzt tatsächlich gerade so Ende September noch hingekriegt. Jetzt kommt heute noch der Sand. Die Saat liegt auf der Fläche auf. Sie ist festgedrückt. Ich habe nochmal rüber gewalzt mit meinem Spindelmäher. Und ja, dann schauen wir mal. So, das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak sagt Tschüss und viel Spaß mit eurer Rasenfläche. Auch wenn der Tipp schon vielleicht ein bisschen spät kommt. Tschüss.